Wir stehen hier und Maker denkt, wir fangen an mit dem Messen. Das stimmt aber gar nicht. Wir fangen mich jetzt an und Maker wird jetzt endlich mal lernen, wie man schneidet mit einem vernünftigen Messer. Maker wird heute ein Küchenmesser nehmen. Willst du das Küchenmesser haben? Ja. Was? Mhm. Willst du das Küchenmesser nicht? Doch. Sicher? Wir haben noch ein anderes Küchenmesser. Weil wir haben eine Lieferung bekommen. Und was ist es? Ein Küchenmesser, nur für mich. Maker, du hast heute dein erstes Kochmesser bekommen. Das Yay. Aus Frankreich stammende Opinel Le Petit Chef. Wie findest du es? Gut. Ja? Man kann es gut in der Hand halten und durch den Fingerschutz kann man sich nicht verletzen. Das ist wichtig. Wir schauen uns mal das Messer an, darf ich? Danke. Wir haben eine 10 cm Edelstahlklinge, die sehr scharf eigentlich schon ist. Man könnte sie auch direkt nach dem Auspacken einmal nachschärfen, ist sie noch schärfer. Man hat einen 10 cm Holzgriff und einen Fingerschutz, der nicht abnehmbar ist. Für den Zeigefinger. Weiterhin hat man einen Fingerschutz zum Halten der zu schneidenden Ware und zum Schutz von den Fingern und um daran lang zu schneiden. Auch da sind die Finger sehr geschützt. Ab wann denkst du, sollte man dieses Messer benutzen? So ab 5 Jahren. Das denke ich auch, weil... Weil ab 4, da kann man bestimmt den Fingerschutz noch nicht so gut halten. Das ist richtig, das finde ich auch so. Ich würde das Messer nicht in den Geschirrspüler tun. Es hat Holzgriff, das könnte kaputt gehen. Und ist auch nie gut für eine Klinge, wenn die im Geschirrspüler ist, dadurch wird sie stumpf. Ich tue mein Kochmesser ja auch nicht im Geschirrspüler. Maker, glaubst du, dass es sowohl für Links- als auch für Rechtshänder gut geeignet ist? Du bist Rechtshänder. Also, es ist symmetrisch. Mhm. Deswegen glaube ich, Linkshänder kriegen das auch hin. Das sehe ich auch so. Also, sowohl der Handgriff ist symmetrisch, gleichmäßig, als auch das Messer ist genau egal, alles wie mittig. Rum. Es sollte für Links- und für Rechtshänder gleich gut zu benutzen sein. Maker, wie war das Arbeiten mit dem Messer? Du hast Gurken geschnitten, du hast Karotten geschnitten und du hast Tomate geschnitten, ja? Also es war gut. Ich bin auch nicht abgerutscht, weil ich auch mit den restlichen Fingern, die ich halt noch habe, die Sachen festgehalten habe und dann immer wieder so kleine Schritte geschnitten habe. Genau, also man muss dazu sagen, sie hatte vorher noch kein Kochmesser, sie hätte immer mit einem Gemüsemesser oder sonst irgendwas geschnitten, wenn es was zu schneiden für sie gab. Und die normale Haltung, die man hat, dass man die Finger zurücknimmt und an den Fingern lang schneidet, die sind natürlich für Kinder noch nicht gewohnt, die kennen sie noch nicht. Und gerade da ist es halt toll, dass die Form des Fingerschutzes die Fingerführung nachmacht und man einfach dann lang schneiden kann, sodass sie das dann lernen, die richtige Haltung zu haben. Maker, du hast jetzt einen Tag mit dem Messer gearbeitet. Was würdest du dir denn persönlich wünschen, was man ändert an dem Messer? Was fehlt dir? Ich würde mir noch einen Klingenschutz wünschen, mhm. Weil wenn das Messer einfach irgendwo rumliegt und wenn man nicht aufpasst, könnte man sich ganz leicht daran schneiden. Ja, das sehe ich auch so. Also auch ich sehe das so, dass man gerade beim Kindermesser eigentlich einen Klingenschutz dabei haben könnte, damit sie es auch selber holen können, ohne dass man gucken muss, dass sie sich daran schneiden. Ja, aber im Großen und Ganzen gefällt dir das Messer. Bist du glücklich, dass du jetzt auch eins hast? Ja. Schön. Umso mehr kannst du jetzt immer selber schneiden, wenn wir grillen. Und deswegen schaut unsere Videos. Ab jetzt hat Maker ihr eigenes Kochmesser. Genau, oder wenn man es wegklickt und wieder rausholt, dann ist ja ein Klingenschutz auch mal gut. Mhm. Der Take war nicht gut, bis die kam.